Rund 650 RE/MAX Maklerinnen und Makler treffen sich einmal im Jahr zum Netzwerken, Know-how tanken und auch zum Feiern. Wir sehen das Jahr 2024 schon wieder etwas optimistischer. Die Grundstimmung ist positiver. Die Zinsen sind stabil bzw. werden nach unten gehen. Die Inflation ist zurückgegangen. Und unter all diesen Aspekten sehen wir 2024 wesentlich optimistischer entgegen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten dürfen die RE/MAX-Maklerinnen und Makler stolz sein. Schließlich sind sie 2023 deutlich besser durch die Krise gekommen als der Markt. Und seit Jahresbeginn geht es schon wieder aufwärts. Es ist natürlich einfach alles ein bisschen langsamer geworden. Das heißt, der Verkauf, die Interessenten, die Finanzierungen. Man muss sich halt einfach mehr auf Finanzierungen von den Interessenten konzentrieren, aber dann geht's. Also man kann sagen, gerade in der Gebrauchtimmobilie haben wir die Talsohle erreicht. Das kann man schon so sagen. Bei der Neuimmobilie würde das schon noch ein bisschen auf sich warten. Aber wir sehen, dass die Gebrauchtimmobilien am unteren Ende angekommen ist und ab dem Zeitpunkt geht es nach oben. Die Marke RE/MAX, also die bekannteste Marke Österreichs, hilft uns dabei, auch in diesen turbulenten Zeiten gut voranzukommen. Es ist wohl auch der Zusammenhalt und das Know-how, das die RE/MAX-Maklerinnen und Makler so erfolgreich macht. Die größten Vorteile sind auf jeden Fall das Netzwerk und die Gemeinschaft. Ich glaube, dass es auch in den letzten zwei Jahren nicht ganz so einfach war in der Immobilienbranche. Und da ist es dann noch wichtiger, Partnerschaften zu haben, Partner zu haben, mit denen man, die schon viel Erfahrung haben und man sich einfach gegenseitig hier unterstützen kann. Der RE/MAX-Makler hat den großen Vorteil, dass er auf ein großes Netzwerk zurückgreifen kann. Tolle Kollegialität, Fairness, Ehrlichkeit im Netzwerk wird gelebt, das funktioniert. Und es scheint auch tatsächlich zu funktionieren, weil, wie Sie gesagt haben, RE/MAX-Maklern geht es besser. Erstens die Zusammenarbeit. Und wie wir heute schon gehört haben, es ist natürlich auch die Ausbildung. Unsere Leute sind wesentlich besser ausgebildet. Was auf der RE/MAX-Tagung neben dem Netzwerkgedanken aber auch gepflegt wird, ist die Vermittlung von Know-how, präsentiert in Dutzenden von Vorträgen und auch von Ausstellern. Die RE/MAX-Organisation ist für die Zukunft gut gerüstet. Natürlich wollen wir uns weiterhin im Markt etablieren. Unser großes Ziel ist, unsere Marktanteile, die wir jetzt schon erreicht haben, weiter auszubauen. Und ich denke, dass wir das mit der Art und Weise, wie wir unsere Dienstleistung erbringen am Kunden und weitere technologische Entwicklungen ganz sicher schaffen werden.